Herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge bei dem Podcast, der sich mit den Themen Leadership, Management und Sicherheit, Sicherheit im Allgemeinen, aber natürlich auch der Unternehmenssicherheit aktiv und auch mal kritisch auseinandersetzt. Heute haben wir einen Interviewgast in dieser Folge und zwar jemanden, der sehr erfolgreich ist, viel durchgemacht hat und aus dem norddeutschen Raum kommt, aus dem Berliner Raum. Ich begrüße hiermit ganz herzlich den Bernd Kiesewetter. Hallo Bernd. Hallo Anton, ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Wunderbar, schön, dass du Zeit gefunden hast. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass jemand, der so erfolgreich auf allen Bühnen der Welt, sage ich jetzt mal, unterwegs ist, da hören wir nachher noch das eine oder andere von dir, der auch die Zeit findet, für einen Podcast mitzumachen, im Interview und wir dann von deinen Erfahrungen profitieren können. Wie geht's dir heute so? Mir geht's gut, Dankeschön. Mach mich mal nicht so groß bin ich ja gar nicht. Ich will jetzt hier nicht auf die 1 Meter, wie viel, du bist wahrscheinlich noch unter 2 Meter, oder hast du dich schon überreicht? Deutlich, deutlich. In der Wahrnehmung vieler anderer bin ich größer, aber... Super, aber wir reden ja dann auch noch von der geistigen Größe und da können wir vielleicht gleich mal loslegen. Ich möchte es da den Zuhörern ersparen, da selbst von dir eine große Vorstellung zu machen. Ich sage einfach nur, du bist viel beschäftigt und ich möchte dir gleich das Wort übergeben. Bernd, wenn du jetzt zurückdenkst, ein paar Jahre vielleicht, und du müsstest dich nochmal bei der Schwiegermutter in Spee oder beim Schwiegervater neu vorstellen, was würdest du denen denn sagen, was tut, macht, woher kommt der Bernd Kiesewetter? Ich würde mich vornehm zurückhalten, weil ich bei Schwiegereltern immer erstmal sehr, sehr vorsichtig zurückhaltend wäre. Grundsätzlich würde ich mich einfach als Unternehmer vorstellen. Okay, Unternehmer ist ein vielseitiger Begriff. Wollen wir da ein bisschen näher in die Tiefe rein? Ich habe jetzt auch ein bisschen das eine oder andere von dir mitbekommen. Wir kennen uns ja auch ein wenig persönlich und da hast du mir mal erzählt, du hast so zwei Geschäftsbereiche tätig. Der eine ist das Immobilienthema. Kannst du vielleicht noch das eine oder andere dazugeben und das andere ist dann so deine große Mission Verantwortung. Aber vielleicht mal zu der Immobiliengeschichte. Was hat es da mit sich auf sich? Na, ich habe ein kleines Maklerunternehmen, wo wir klassisch für die Vermietung und für den Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien im Raum Berlin, Potsdam schwerpunktmäßig unterwegs sind. Und vielleicht um ein bisschen auszuholen, das Ganze ist mal entstanden. Ich habe ganz früher mal Sozialversicherung gelernt, dann bin ich in die Finanzwirtschaft gekommen und ein Teil wurde dann später der Immobilienbereich, aber in der Investorenschiene und daraus ist irgendwann mal alles im Immobilienbereich entstanden, sodass ich von der Hausverwaltung bis zur Vermietung irgendwann alles mal durchgehabt habe, obwohl ich ursprünglich nur für die Kapitalanleger zuständig sein wollte. Bin ich heute in dem Bereich, den ich mir nie vorstellen konnte, nämlich Leuten eine Wohnung aufzuschließen und darauf zu warten, ob sie ihnen gefällt, auch tätig. Das heißt, bei dir ist immer eine offene Türe, bei dir ist man immer willkommen, ne? Nein. Genauso wenig, wie ich 24 Stunden erreichbar bin. Das muss ja auch sein, man muss sich ja gesund abgrenzen können. Ne? Das ist also die eine Geschichte, die Immobilienagentur oder Makleragentur. Mhm. Und die zweite große Geschichte seit einiger Zeit ist ja deine Mission Verantwortung. Genau. Erklär mal oder sag mal unseren Zuhörern einen kleinen kurzen Schwenk, bevor wir da tiefer reingehen. Was hat es mit dieser Mission Verantwortung zu tun? Was ist das für ein Geschäftsbereich von dir? Ja, das ist tatsächlich ein Herzensprojekt, der mal entstanden ist. Ich war schon vielfach in der Führung, im Training, im Seminarwesen und weitläufig im Coaching-Sinne tätig. Habe schon viele Unternehmen selber gehabt in den unterschiedlichsten Branchen und Bereichen. Und daraus ist irgendwann die Unternehmensberatung auch für andere natürlich entstanden. Und ein Projekt von mir war immer dieses Trainingsbusiness, sagen wir jetzt einfach mal im weitesten Sinne. Und eines schönen Tages im Dezember 2016 war es soweit, dass ich das auf neue Füße gestellt habe unter dem Label der Mission Verantwortung, weil ich der Meinung bin, einen Teil zurückgeben zu dürfen von dem, was mir geglückt ist, was ich erfahren durfte, was ich überstehen durfte und was nicht immer selbstverständlich war. Und vielleicht dem einen oder anderen keine Abkürzung zu bieten, aber zumindest einige Beulen ersparen möchte. Also du hilfst anderen, erfolgreich zu sein, einfach gesagt. Genau.
Also mehr Glück, mehr Erfolg in sein Leben zu lassen. Erfolg ist mir ein bisschen abgedroschen derzeit in der Landschaft, sehr flach zu finden. Also wir reden jetzt nicht von irgendwelchen 5-Minuten-Programmen, sondern es geht darum, mit Substanz zu begleiten, ob das über Vorträge, Seminare, Trainingsmaßnahmen ist oder über Online-Akademie oder über so einen Podcast, wo man einen kleinen Teil dazu beitragen kann oder eben ein 1-zu-1-Coaching. Ich habe Unternehmer und Sportler, Spitzensportler, überwiegend aus dem Reitsport und aus dem Boxsport, an meiner Seite, die ich begleite und wo es einfach darum geht, deren Ziele zu erreichen. Super, das sind sehr interessant. Da hast du ja wirklich schon viel erreicht und stehst jetzt da wirklich mit deinen gestandenen Jahren mitten im nächsten größeren Erfolg, was das Berufsleben, diesen zweiten Geschäftsbereich angeht. Aber da kommt man ja nicht so einfach hinein. Das kommt ja nicht von heute auf morgen, obwohl es manchmal die sozialen Medien so ein bisschen suggerieren. Wie ist denn das bei dir losgegangen? Also der Start ins Berufsleben. Wir wollen jetzt nicht beim Kindergarten anfangen, aber so, was hast denn du da für den ersten Berufsweg gewählt? Wo war bei dir der Startschuss? Und was waren dann so die beruflichen Wendepunkte oder Schlüsselereignisse? Kannst du da ein bisschen mehr erzählen dazu? Ach du lieber Himmel, ich hoffe, ich habe Zeit mitgebracht. Nein, ich fasse mich kurz. Ich habe tatsächlich mit 15 Jahren bereits die Schule verlassen mit einem Realschulabschluss, sehr zum Leidwesen meiner Eltern und völlig ungeplant, weil man bis dahin immer davon ausgeht, dass ich mein Abitur mache. Ich übrigens auch, obwohl ich längst wusste, dass die Punkte dafür nicht reichen werden. Ich war aber zu gut, um die Klasse zu wiederholen. Das hat das System damals nicht hergegeben und insofern musste ich mir schnell eine Ausbildung suchen. Und wie das damals so war, 1983, hat meine Mutter dann gesagt, pass mal auf, Freundchen, du glaubst wohl nicht, dass du zu Hause sitzen bleibst. Hier ist das Branchenbuch, du schreibst jetzt so lange Bewerbung, bis du irgendwo eine Ausbildung hast. Wenn du zu doof bist, auf Deutsch gesagt, oder zu faul bist. Und dann musste ich weiß es noch ziemlich genau, entweder es waren 67 oder 97, meine Lieblingszahl an Bewerbungen schreiben. Und wurde noch genau zu drei Dingen eingeladen, weil überall die Fristen vorbei waren. Und so bin ich in die Behörde, die Deutsche Rentenversicherung, heute gekommen, früher die BFA. Das heißt, ich habe einen Beruf ganz normal gelernt, Sozialversicherungsfachangestellter. Dafür gibt es eine Abkürzung oder gab es eine Abkürzung, die hieß SOFA. Und die trifft den Kern. Das heißt, war die bequemere Variante, ja. Das war die auf dem Sofa Platz nehmen, ne? Ich war da insgesamt 7 Jahre. Ich hatte das Glück, dass ich auf doof einen Verkürzungsantrag gestellt habe und auch da wieder noch ein halbes Jahr gespart habe. Insofern war ich mit 18 dann schon da fertig und habe da noch ein paar Jahre gemacht. Das war ganz nett, aber das war nicht das, was mich antrieb, weil du nur auf den Gehaltszettel damals gucken konntest und sagen, okay, wie wird das sein in 10, in 15, in 20 Jahren? Und dann bin ich in die Finanzwirtschaft gekommen, wie viele damals, über einen nebenberuflichen Vertriebsjob, Fondspolicen zu verkaufen. Von da, ich mache es mal in Kurzfassung, in die Finanzindustrie. Dann habe ich irgendwann ausgebildet und dann bin ich irgendwann über Querwege zu verschiedensten Unternehmen gekommen. Das war dann über die Unternehmensberatung auch. Also es hat so das eine oder das andere mit sich gezogen, so dass ich in schlimmsten Zeiten 7 Firmen gleichzeitig hatte mit einem Geschäftspartner in den unterschiedlichsten Bereichen. Ich sage mal von der Autovermietung über ein Callcenter, über eine Modefirma bis hin zur Vermögensverwaltung und Spedition und was weiß ich, was da nicht alles dabei war. Das war ein bisschen too much. Okay, also das heißt, du hast ja vorher erwähnt, die schlimmste Zeit bezieht sich auf too much, zu viel. Du hast dich ein bisschen übernommen mit diesen 7 Unternehmen. Und wie viele Mitarbeiter waren das denn ungefähr? Ja, das waren irgendwie knapp über 150 Mitarbeiter. Das war aber nicht das Schlimme, sondern das Schlimme war, dass natürlich alles minutiös austariert war und man mittlerweile Dinge gemacht hat, die gar nicht mehr in dem eigenen Spektrum und in der eigenen Konzentration und im eigenen Fokus lagen, okay, sondern sich vieles verselbstständigt hatte. Und so verselbstständigte sich dann tatsächlich vieles. Und dann habe ich erstmal eine ganze Weile ganz ruhig gemacht. Mhm. Und das heißt, was war denn da? Du redest ja hier von der Vergangenheit. Also, das hat es ja irgendwo dann so einen Knick gegeben oder hat es da irgendwie ein Ereignis gegeben, wo du gesagt hast, so jetzt genügt es, jetzt mache ich was anderes? Oder? Ja, es gab dann schon ein Ereignis, es gab auch eine Trennung von der Geschäftspartnerschaft. Und dann habe ich tatsächlich mal ein Jahr gar nichts gemacht und danach sehr ruhig Vermietung und Verwaltung von Immobilien gemacht, bis ich mich so neu orientiert habe. Das ein oder andere Projekt habe ich halt immer begleitet nebenher und
Ja, dann irgendwann ist mir in den Sinn gekommen, du könntest die Immobilienschiene doch noch mal ein bisschen größer machen und hatte einen jungen Mann an der Seite, mit dem ich zusammen diese Firma aufbauen. Okay. Das heißt, dieser Immobilienbereich, den hast du jetzt, den hast du immer noch. Das andere hast du abgestoßen oder abgegeben, verkauft, wie man es auch immer nennen möchte, und hast jetzt doch noch ein paar Mitarbeiter, die dir in diesem Maklerbereich helfen. Ist das richtig? Ja, genau. Also da gab Und es ein bisschen turbulentes Hin und Her. Das ist in Unternehmerzeiten manchmal so. Ich habe mich letztes Jahr sehr viel auf die Mission Verantwortung und auf die Marke Bernd Kiesewetter gestürzt. Dann gab es ein bisschen Umbruch intern. Dazu waren dann nicht die Kapazitäten da, das aufzufangen. Und insofern sind wir da jetzt gerade in der Umstrukturierungsphase wieder in 2019, sodass wir in einem kleinen Bereich, wir sind ein Maklerbüro und dann mit 10 Mitarbeitern. Und so in dem Bereich bleibt das. Wir haben einen Geschäftsbereich, der ist ein bisschen größer und wird stetig größer. Das ist der Vermietungsbereich, den derzeit im Moment keiner macht. Und gerade im Berliner Markt oder überall, wo Großstädte sind, ist Wohnungsmangel. Und überall, wo Wohnungsmangel ist, greift unser Konzept. Das ist das Konzept Easy Wohnen, wo wir für Mietsuchende Wohnungen innerhalb von 4, spätestens 8 Wochen zur Verfügung stellen. wow, das heißt, du hast also jetzt mit deinem kleinen Unternehmen jetzt eine Nische gefunden, einen Markt gefunden, den du gut abdecken kannst, wo die anderen nicht so Interesse dran haben, und konzentrierst dich jetzt mit der Immobiliengeschichte darauf und mit der Mission Verantwortung, die du jetzt gestartet hast und erwähnt hast. Das ist der andere Bereich. Können wir da ein bisschen näher reingehen? Ist das für dich okay? Wir können da näher reingehen, aber zur Abrundung möchte ich nochmal sagen, konzentriere mich nicht nur auf diesen Easy-Wohnen-Bereich, sondern das sind zwei geteilte Geschichten. Der Vermietungsbereich ist mir genauso wichtig wie der Verkaufsbereich. Da ist jetzt keiner nachrangig. Es ist einfach eine Weitsichtigkeit zu sagen, wir haben heute einen boomenden Immobilienmarkt, wo sich viele als Makler tummeln, die mit dem Beruf, glaube ich, wenig zu tun haben und auch vom Immobilienwesen manchmal nicht ganz so viel verstehen. Geschweige denn über längere Zeiten etwas einschätzen können. Und insofern wird es immer wichtiger sein, auch für die Zukunft gewappnet zu sein, denn wir werden auch da mal wieder eine Delle bekommen. Ah, das sind sehr interessante Schlagworte oder Stichworte, die müssen wir dann unbedingt aufgreifen. Es geht ja auch heute ums Thema Sicherheit. Du hast da so Delle erwähnt, gewisse Themen. Das hat natürlich mit Risiko dann auch zu tun oder mit Chancen nutzen. Und du hast ja vorher mal erwähnt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du ja da im Bereich Ausbildung mal drin gewesen bist, also Training, Ausbildung Bereich. Ich glaube, im Strukturvertrieb dann. Das ist ja so, dass das Thema, weil man holt andere dazu, bildet die aus, damit die dann weiter generieren und Umsatz generieren können. Ich sage es jetzt einfach mal so kurz auf den Punkt begrenzt. Und die 150 Mitarbeiter, die 7 Unternehmen, das, was du jetzt alles erreicht hast, und jetzt die Mission Verantwortung. Das, für andere passt das nicht mal in 5 Leben rein, was du ja alles gemacht hast. Also, woran liegt's, oder was sind denn die Eigenschaften von Bernd? Was macht das in der Vergangenheit und heute noch aus, dass du diesen großen Erfolg erzielt hast? Was hast du da für Eigenschaften, die du jetzt Ich habe ja am hast? Anfang schon gesagt, mach mich mal nicht größer, als ich bin. Da ist natürlich vieles an Versuch und Irrtum auch dabei. Da sind viele, viele Niederlagen dabei. Und ich würde fast mal sagen, wesentlich mehr als nachher Erfolge dabei rausgekommen sind. Also ich habe Unmengen an Niederlagen erlitten und ich habe 100 Mal, ich sage das jetzt mal im Berliner Jargon, aufs Maul bekommen. Die Schwierigkeit ist natürlich, das auf eine saubere Art und Weise in eine Linie zu bekommen. Das heißt, ich war immer Extremist, ich war immer darauf aus, viel zu erreichen. Ich hatte neulich einen Podcast-Gast, der es sehr schön gesagt hat, ich war immer dem Geld hinterher. Ich wollte immer viel erreichen an viel Geld, ja. Das Problem ist, wenn du dem Geld hinterher bist, dass du nicht rankommst. Und das ging mir auch sehr, sehr lange so, bis ich irgendwann mal tatsächlich aufs Leisten gekommen bin und dieses Geld nicht mehr diese wesentliche Rolle in meinem Kopf spielte. Und siehe da, plötzlich formte sich das dann auch um und ging in die richtige Richtung. Also, ich sage mal so, ich bin bestimmt besonders beharrlich. Ich will das jetzt nicht nur mit Ausdauer sagen, weil Ausdauer kann auch verkehrt sein, aber ich bin sehr beharrlich, ich bin sehr ehrgeizig, ich bin extrem in dem, was ich tue, was nicht immer nur positiv ist, sondern was auch dazu geführt hat, dass ich mir jetzt nicht mal die Beine weggehauen habe.
Aber ich bin halt auch mit einem positiven Denken im natürlichen Bereich aufgewachsen. Also ich sage jetzt mal nicht die rosa-rote Brille, sondern davon ausgehend ein Urvertrauen zu haben, das hinzubekommen, egal wann es ist. Und das ist, glaube ich, das, was es ermöglicht hat, dass dann am Ende oder zumindest Stand heute das ganz ordentlich aussieht. Die Geschichte der Beharrlichkeit, ne, und der Energie, das ist ja schon manchmal in der heutigen Zeit etwas, was man nicht mehr überall findet. Ne? Man will immer alles sofort haben, man möchte alles schnell haben und vielleicht nur kurz und bleibt gar nicht so lange auf dem Weg. Also Beharrlichkeit, wirklich Disziplin aufzubringen im positiven Sinne, wird es zum Beispiel bei vielen Jungen ja noch negativ angeschaut. Ne? Also das heißt nach dem Motto, ja, Disziplin wird so militärisch, armeebezogen, aber das findet man ja im Sport ja auch, die Disziplin, die wirklich zum Erfolg führt. Und du coachst da ja, oder bist Mentor, Coach in diesem Bereich für Sportler, hast du erwähnt. Mhm. Und das heißt, kannst du da was mitnehmen, rausnehmen oder lernen sie von dir? Das wäre noch so interessant, ne? Weil du, wenn du einen Spitzensportler begleitest, lernst du denn was von Disziplin und Beharrlichkeit von ihnen oder sie von dir? Oder wie muss man sich das vorstellen? Das wäre noch interessant zu hören. Lieber Anton, es ist immer ein Geben und Nehmen. Und du wirst lachen, wir haben ja einen Podcast, der sehr lebendig ist, wie du weißt. Auch da lerne ich mit jedem Interview dazu, so wie auch jetzt mit unserem wieder. Mhm. Natürlich lerne ich, wenn wir in der Arbeit sind, davon. Natürlich ist der Spitzensport symbolisch für positive Faktoren oder für einfach Grundlagen, die heute bei uns gesellschaftlich nicht mehr so hoch angesehen sind. Ich habe nicht umsonst ein Wort gewählt, beziehungsweise einen Bereich gewählt, der erstmal nicht mit offenen Armen in Verbindung getreten wird. Wenn du Verantwortung heute sagst, dann ist das ja keine Geschichte, wo die Leute Hurra schreien. Ja? Wenn du sagst, schnell reich werden, erfolgreich sein und, weiß ich nicht, glücklich und erfolgreich sein, das ist was, da kannst du schnell Leute mit gewinnen. Oder Liebe ist ja heute auch so ein Thema, wo viele drauf aufspringen. Wenn du aber mit Verantwortung um die Ecke kommst, dann wirst du erstmal ein bisschen komisch angeguckt, so nach dem Motto, was will denn der jetzt von mir? Das klingt nach Pflichten. Das klingt danach, ich muss jetzt irgendwas tun. Und im Gegensatz zu dem, was heute in 80-90% in der Coaching- und Trainingsszene unterwegs ist, bin ich ein Fan von Pflichten, bin ich ein Fan von Disziplin, weil es einfach die Grundlage ist. Und ich glaube, dass uns gesellschaftlich da einfach etwas verloren gegangen ist oder zumindest in der Sichtbarkeit in einer Weiterbildung, dass du natürlich erstmal leisten und dienen musst über einen bestimmten Zeitraum. Und natürlich können Erfolge auch mal schnell gehen. Das will ich gar nicht abstreiten, ja. Und es muss auch nicht immer alles mit Kraftaufwand und so weiter sein. Es darf auch mal was einfach und leicht sein. Nichtsdestotrotz ist es ein Weg, den du erstmal gehen musst, um wirklich herausragende Ergebnisse zu erzielen. Und ein Sportler macht uns das vor. Also nehmen wir mal an, ich hatte die Ikram Kerwat, die ihren Weltmeistertitel im Boxen errungen hat. Und wir haben unsere Zusammenarbeit begonnen. Da hatte sie eine schwere Schulterverletzung und hat eine richtig herbe Niederlage gehabt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Da wäre für sie alles andere einfacher gewesen, als weiterzumachen. Da hätte jeder verstanden, wenn man sagt, okay, mit gesundheitlichen Problemen, die Profikarriere ist beendet. Es hätte jeder gesagt, ja, natürlich ist es besser, wenn du irgendwie die Handschuhe in die Ecke wirfst. Denn nach der Niederlage hast du jetzt mindestens 2 Jahre zu tun, irgendwie wieder in eine positive Ecke zu kommen. Aber es hat sie eben nicht gemacht und sie hat innerhalb von 15 Monaten dann die Wiederauferstehung feiern können und sie hat ihren Titel geholt. Das ist super. Du, da grätsche ich jetzt gerade mal rein, weil... Ja, Entschuldigung, ich rede wieder zu viel. Nee, absolut perfekt. Vor allem sehr interessante Punkte, die sicher auch unsere Zuhörer profitieren können davon. Nämlich, wenn wir hingehen und sagen... Ein Sportler, der hat eine Niederlage, der kann ja nicht nur immer nur Erfolg haben, also meistens, sage ich jetzt mal, hat er ja auch einen Werdegang dahin und das ist mit Misserfolg, so wie im Business natürlich auch im sportlichen Weg. Kann ein Sportler auch erfolgreich sein alleine, ohne einen großen Mentor, ohne groß jemanden, der ihn immer wieder pusht? Und wenn, sagst du nein? Klar kann er das. Natürlich, ich hatte gerade die Unterhaltung, ist jetzt ein bisschen her, jetzt weiter leider nicht mehr unter uns mit dem Rocky Gianni, der zu mir gesagt hat, ja, was soll ich mit dem Mentalcoach, du spinnst doch, ja? Mhm.
Wir hatten das Gespräch, dass ich gesagt habe, okay, du kannst immer nur da jemand hinbringen, wo du selber schon warst. Daraufhin hat er mich angeguckt und hat gesagt, wieso, warst du schon mal Boxweltmeister oder was willst du von mir? War eine sehr nette Unterhaltung. Ja. Und er hat natürlich damit den Kern getroffen. Du kannst es alleine machen. Natürlich musst du alleine sowieso trainieren und natürlich musst du dich jeden Tag selber aus dem Bett wieder rausholen, um dein Training zu beginnen. Aber du kannst es wesentlich leichter und einfacher haben und du kannst dir manchen Fehler ersparen, wenn du jemand hast, der dich begleitet in den einzelnen Bereichen. So bin ich sicherlich nicht der Ansprechpartner für technische, für Boxen oder für Ähnliches. Aber was die mentale Schiene betrifft, da geht es eben um erstens, sich kurzfristig ausrichten zu können und natürlich auch mittel- und langfristig. Also ich sage mal so, dieses Mentalcoaching ist ja mal verschrien als das, was dich jetzt für den Wettkampf aufbereitet oder was dir eben extrem lange Ziel bringt. Aber du brauchst es zwischendurch immer. Du bist im Trainingslager und du brauchst in diesem Trainingslager ein gutes Ergebnis, um auf dich aufmerksam zu machen beispielsweise. Mhm. Dann musst du zu diesem Zeitpunkt im Peak-Zustand sein. Und es gibt manchmal diese Momente, die sind überraschend. Und dann musst du schnell in der Lage sein, dich umzustellen. Und das kriegst du alles nur hin, wenn du weißt, welche Werkzeuge du hast und wie du sie bedienen kannst. Das klingt sehr interessant für mich, weil wenn wir jetzt da noch ein bisschen tiefer reingehen und den Switch jetzt zum Unternehmen machen. Ne? Ja, sehr gerne. Zur Führungskräfte, also oder jetzt Unternehmer, Topmanager oder Führungskräfte, wenn jetzt die den Punkt nehmen und sagen, okay, sie müssen immer alles selbst machen oder sie wollen jetzt hier den Big Boss nicht nur spielen, sondern auch sein, dann ist es ja so, dass in der Geschäftswelt das noch vielfach noch nicht angekommen ist. Also da ist der Sportler, der Spitzensportler, der sagt, ich will die Nummer eins sein, egal in welcher Disziplin, der hat einen Trainer, der hat eine Crew um sich herum, die ihm Dinge abnehmen, helfen und er hat wahrscheinlich auch den einen oder anderen speziellen Mentor, sage ich jetzt mal, oder einen auf der Seite, der ein Ohr für ihn hat. Aber bei vielen Führungskräften ist das ja noch gar nicht angekommen. Die haben immer das Gefühl, sie müssen dann alleine kämpfen, sie haben zwar ihr, sage ich jetzt mal, ihre Belegschaft und ihre Führungscrew, aber da geht es ja immer noch so ein bisschen das hierarchische Thema. Erlebst du das so, dass Führungskräfte in der Gesellschaft, im Business immer noch Schwierigkeiten haben, da sich einen Mentalcoach, einen Mentor oder so jemanden auf die Seite zu holen, dass die da Schwierigkeiten haben? Ja und nein. Also zuerst einmal, es ist noch nicht überall im Sport angekommen. Okay. Das ist mal Punkt 1. Natürlich sind die meisten in der Lage, wenn sie im Profibereich unterwegs sind, auf den Stab zurückgreifen zu können, wie du es gesagt hast. Aber du hast auch recht, im Unternehmerdasein ist es noch fast ein bisschen verpönt, beziehungsweise die Führungskräfte werden in großen Unternehmen heute schon selbstverständlich gecoacht und haben noch nicht diesen Stab wie ein Sportler, aber haben zumindest eine Reihe von Unterstützung. Also in heute großen und modernen Unternehmen wird es ja auch so gehandhabt, dass du tatsächlich von rechts und links mit allem versorgt und bedient wirst. Mhm. Könnten Mittelständler noch was davon lernen? Da will ich gerade drauf hinaus. Einzelne Unternehmer oder der Mittelständler, der Boss von einer Firma von 20, 30, 50, 150 Mitarbeitern, der tut sich immer noch sehr, sehr schwer damit. Der hat wohl schon mal die Erfahrung gemacht, dass es möglicherweise Verbesserungen geben könnte. Wie gesagt, könnte mit einem Unternehmensberater, der extern kommt. Und ansonsten hat er natürlich dieses komplette Paket auf seinen Schultern. Also in der Vergangenheit war es einfach selbstverständlich, dass diese Unternehmerfigur eine ganz besondere Person ist, der das alles selber macht. Das ist aber mit den heutigen Anforderungen ja kaum noch zu machen, Punkt 1, und 2 auch gar nicht notwendig. Du musst ja heute so breit aufgestellt sein und so flexibel und auch so schnell sein, auch in dieser Unternehmensgröße, dass du zwangsläufig mal auch einen Austausch, ich nehme jetzt mal diesen einen Bereich, den du gesagt hast, dass du einfach mal dich mit jemandem austauschen kannst. Das hat früher stattgefunden, ich sage mal, in einer gut bedienten Kneipe, wo die Bosse sich einmal im Monat getroffen haben oder vielleicht auch einmal in der Woche Skat gespielt haben und ihre Sachen untereinander ausgetauscht haben. Das findet ja heute so nicht mehr statt, schon aus zeitlichen Gründen manchmal. Und du hast heute auch keinen mehr, mit dem du dich in den einzelnen Sachen austauschen kannst, weil wir viel zu speziell geworden sind.
umso wichtiger ist es natürlich, dass du einen Ansprechpartner hast, auch mal von außen, mit dem du dich austauschen kannst, der auch mal aus einer anderen Branche Erfahrung für dich präsentieren kann und. Und zudem kommt natürlich dann noch, dass du eine bestimmte Ausrichtung haben willst, einen Fokus haben willst und da im Zwiegespräch Unterstützung gebrauchen kannst, um bei deiner konzentrierten Linie zu bleiben. Jetzt hast du ja bei dir das Thema Mission, Verantwortung und du hast ja ein Buch darüber geschrieben und hast ja auch schon andere Bücher mitgeschrieben, was ich sehr toll finde. Dein Buch Mission, Verantwortung, mein Buch Chefsache präsentielle Führung haben ja mit diesem Thema Verantwortung sehr viel gemeinsam. Das heißt also, da geht es darum, Verantwortung zu übernehmen. Wenn wir jetzt auf diese Mittelständler zurückgehen, könnte man da sagen, die Geschichte oben, also die Geschäftsleitung, der Oberste, der Patron, sagt man in der Schweiz, der hat das verpasst, Verantwortung abzugeben. Also nicht Verantwortung zu übernehmen, sondern Verantwortung abzugeben? Ja, so hart möchte ich nicht sein. Ich glaube nicht, dass er es wirklich verpasst hat. Ich glaube einfach, dass wir eine dermaßen dynamische Entwicklung haben, auch durch Globalisierung und auch durch das Internet, also durch die Digitalisierung, dass du als einzelner Mensch dem da gar nicht so in dieser Geschwindigkeit hinterherkommen konntest. Mhm. Und genauso wie wir Menschen und unsere Gehirne sich entsprechend schnell entwickeln mussten, so müssen sich eben Unternehmen entwickeln. Und das hält manchmal eben nicht so stand. Jetzt haben wir ja in diesem Podcast die Themen Leadership, Management und Sicherheit, also Sicherheit im Allgemeinen, Unternehmenssicherheit im Speziellen. Und du hast ja so die drei Faktoren für den Erfolg. Oder du hast es vorher auch gesagt, dass Unternehmen die Geschwindigkeit in der Umwelt, die immer rasanter zunimmt, die Verfassung, den Zustand, den du nicht erreichst, den bezeichnest du ja als State, wenn ich das richtig sage, oder? Mhm. Und die drei Faktoren, kannst du uns da ein bisschen mehr über die drei Faktoren sagen und was das vielleicht für Unternehmer oder Topmanager eines mittelständischen Unternehmens vielleicht noch mitnehmen können, wo sie darauf achten können? Klar, sehr gerne. Also das ist auch der Grund, warum ich das mit den Sportlern weiter betreibe, weil es sehr leicht zu übertragen ist in die Businesswelt. Wir haben beim Sportler, da wird es noch deutlicher, eben den Moment, dass du im Training, im Wettkampf zu irgendeinem Zeitpunkt XY im Peak-Zustand sein musst. Also im State, sage ich jetzt einfach mal. Ich erkläre den Begriff gleich nochmal ein bisschen näher, wie ich ihn verstehe. Ja, gerne. Und das Gleiche hast du natürlich auch beim Unternehmer. Das heißt, du hast einen bestimmten Zeitpunkt, da kommt eine Krise ins Haus. Du hast einen bestimmten Zeitpunkt, da passiert draußen was an der Front. Oder. Du musst in der Lage sein, als Chef oder auch als Management-Ebene, dich in den Spitzenzustand auf Abruf zu versetzen. Und dieser Spitzenzustand, dieser State, wird oft verwechselt. Heute gerade wird immer von Mindset gesprochen und mentaler Stärke. Das ist nur ein einziger Bereich davon. Denn natürlich wird das meiste in unserem Denken entschieden. Und das, was hinten rauskommt, das Ergebnis wird durch unsere Handlungen verursacht. Aber unsere Handlungen werden verursacht von nicht nur unserem Denken, sondern eben auch von dem, was in der emotionalen Ebene passiert und was in der physiologischen Ebene passiert. Also es gibt da ein tolles Beispiel von, wenn du deprimiert sein möchtest, wenn du niedergeschlagen sein möchtest, dann musst du eine bestimmte Haltung einnehmen. Du kannst nicht die Brust raus, die Schultern breit machen und gen Sonne gucken und sagen, ich bin deprimiert. Das funktioniert nicht. Ja, das ist das einleuchtendste Beispiel. Du musst mal versuchen, in dieser Haltung zu weinen. Das geht schlichtweg nicht. So, da kommen wir jetzt spontan zu dem Punkt. Es gibt aber viele Leute oder viele Unternehmen, die schreiben was in ihre Vision, in ihr Leitbild rein, aber leben es nicht. Und das funktioniert. Oder nicht? Nochmal. Es gibt auch viele Leute oder viele Unternehmen, die schreiben was ins Leitbild hinein, aber leben es nicht. Und es funktioniert trotzdem. Die Leute gehen trotzdem hin und arbeiten für diese Unternehmen. Aber das war so ein Wink nebenbei. Geht schon in Ordnung, ne? Ja, okay. Aber der hat ja nicht direkt mit dem Thema zu tun. Sondern ich will einfach nur sagen, wenn du ein Unternehmen führst, dann musst du in der Lage sein, oder auch wenn du nur im Management tätig bist, nur in Anführungsstrichen, musst du in der Lage sein, dich oder auch deine Mannschaft
in einen guten Zustand, in einen guten State zu versetzen. Und dieser State ist die Schnittmenge aus diesen drei Sachen. Das heißt, aus meiner mentalen Stärke, aus meiner emotionalen Stärke und aus meiner Physiologie. Und wenn ich diese, wenn ich die Werkzeuge dafür habe und ich sage jetzt einfach mal 90% davon im Griff habe und mich zur rechten Zeit dann in den Zustand versetzen kann, das heißt jetzt nicht, dass du immer auf 100% läufst. Das geht ja schlichtweg nicht. Das ist ja genauso ein Blödsinn, der überall gelehrt wird. Aber es ist entscheidend, dass du zum richtigen Zeitpunkt in einem guten Zustand oder in einem herausragenden Zustand sein musst, wenn du in einer entscheidenden Verhandlung bist. Und wenn du da eben schwächelst, dann hast du das Ding versaut, möglicherweise für Jahre. Ich würde da sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also die Basis, wie du gesagt hast, State, Verfassung, durch die diese drei Faktoren, diese drei Elemente, die dann die Handlungsmuster definieren, die Grundlage dafür bilden. Und das generiert dann auch wieder die Durchhaltefähigkeit, ne? Also wenn wir den Fokus setzen und wenn wir den State gut auf die Spitzenleistung hinkriegen, zu dem Moment, zu dem Momentum, wo wir es brauchen, dann können wir die Ereignisse so lenken, dass sie unserem gewünschten Ziel entsprechen. Genau. Ja, super. Da sind wir ja schon mittendrin in dem Thema Fokus, Ziel erreichen. Und du hast vorher so ein ganz tolles Stichwort genannt, Krise. Krisen sind ja mit Emotionen behaftet, Notfälle, betriebliche Notfälle sind mit Emotionen behaftet und auch das Thema Sicherheit ist mit Emotionen behaftet, denn für die einen bedeutet Sicherheit gleich, ich werde eingeengt in meiner Freiheit, ich muss mich anpassen, ich muss Regeln befolgen und für die anderen bildet es sogar mal die Grundlage, überhaupt etwas aufzubauen. Mhm. Bernd, du bist glaube ich über 50, habe ich das richtig im Kopf? Mensch, musst du mir daran erinnern. Dann muss ich euch jetzt sagen. Das muss ich doch jetzt erwähnen, weil 50 ist doch, 50 ist das, wie sagt man, das heutige 40, ne? Also du bist mit deinen Erfahrungen, die ja da ein gewisses Alter dann auch voraussetzt, hast du ja sicher das eine oder andere an Berührungspunkt mit dem Thema Sicherheit und Risiko. Sehr gerne. Ich möchte da mal ins Thema hineingehen und sagen, als Unternehmer. Ich lache und freue mich deshalb so diebisch, weil gerade Sicherheit genau mein Thema ist. Ja? Genau. Wollen wir das Thema Sicherheit mal anschauen und das Thema Risiko, Angst, so in dem Bereich. Was macht das Thema Sicherheit bei dir im Privaten aus, dem Bernd Kiesewetter als Person? Und was bedeutet Sicherheit für dich im unternehmerischen Kontext? Also jetzt müssen wir unterscheiden, zu welchem Zeitpunkt in meinem Leben. Grundsätzlich war ich immer ohne Sicherheit unterwegs. Das heißt, eigentlich war ich sogar ein Gegner von Sicherheit unbewusst, ohne es wirklich bewusst getragen zu haben. Sondern aus welchen Gründen auch immer, das will ich jetzt mal abkürzen, ich habe mit Sicherheit nichts am Hut gehabt. Das hatte leider zur Folge, dass alles, was ich vorne aufgebaut habe, habe ich durch mein mangelndes Bewusstsein für Sicherheit hinten wieder zerstört. Heute ist es so, dass ich Sicherheit ein bisschen anders verstehe und als durchaus sehr, sehr schönen Wert interpretiere, der einfach das Fundament bildet, um überhaupt was draufzusetzen. Ich möchte da das Fundament erwähnen und darauf was aufbauen. Ich sage immer, wenn ich mit Unternehmen rede oder mit Managern rede, sage ich immer, es kann doch nicht sein, dass ihr eure ganze Lebenszeit etwas aufbaut, ne? 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre oder sogar noch mehr und da betriebswirtschaftlich für die Produktivität, die Effizienz, die Wertsteigerung und so weiter immer alles beachtet und im Thema Sicherheit, Unternehmenssicherheit jetzt zum Beispiel ganz explizit, da gehört für mich die IT-Sicherheit rein, da gehört für mich zum Beispiel das Thema Brandschutz hinein, Zutrittskontrolle, aber auch zum Beispiel Informationsschutz oder Personensicherheit, Arbeitssicherheit und so weiter und so fort. Also das Thema Sicherheit im Unternehmen wird dann nicht angeschaut. Hast du in der heutigen Perspektive, kannst du da sagen, Sicherheit hat mit Verantwortung zu tun? Auf jeden Fall. Es ist schön, dass du das so ansprichst. Es geht für mich, du hast vorhin gefragt, wie ich das im Geschäftlichen sehe und wie ich das im Privaten sehe. Ich mache da heute keine Unterschiede mehr. Und ich glaube, man macht sowieso keine Unterschiede, weil es einfach eine Wichtigkeit in der Persönlichkeitsstruktur hat.
Du kannst es heute sparen, so viel Mühe zu investieren, wenn du kein Sicherheitspolster, wenn du kein Sicherheitsnetz aufbaust, wie du es richtig sagst. Du gibst Unmengen an Energie rein, erzielst vielleicht hervorragende Ergebnisse. Und wenn du nicht für die Sicherheiten im Hintergrund und an der Linie sorgst, dann bringst du ja alles in Gefahr. Das heißt, du bist tatsächlich verantwortungslos, nicht nur dir selber gegenüber, nicht nur deiner eigenen Familie gegenüber, sondern möglicherweise auch der Bank, deinen Gläubigern und deinen Mitarbeitern und deren Familien gegenüber. Also du bist zwangsläufig in der Verantwortung, heute für eine Sicherheit zu sorgen, in all den genannten Bereichen, die du da sagst, und noch viel mehr. Also ich habe mal eine Zeit lang Handwerksunternehmen beraten. Ja. Zwar gab es mal eine Phase, wo viele alte Handwerksunternehmen so ein bisschen in Straucheln geraten sind, weil die alten Strukturen und Regeln nicht mehr funktioniert haben. Und wir hatten nicht wirklich eine Rezession, aber es war eine Zeit lang dann so, dass es nicht mehr so einfach war, mit den Regeln von früher sein Unternehmen zu führen. Und in dieser Phase haben die Leute Folgendes gemacht. Die haben ihre Grundstücke zusätzlich beliehen, die haben ihre Lebensversicherungen verkauft, die haben alles, was sie an Privatvermögen haben, aufgelöst, um sie ins Unternehmen zu packen. Meist ja in die Einzelunternehmen. Und wir waren damals unterwegs und haben gesagt, okay, komm, lasst uns gesellschaftsrechtlich ein Sicherheitspolster schaffen, dass, wenn du es nicht schaffen solltest, du nicht persönlich auch noch pleite bist dabei. Mhm. Ja? Und das ist auch ein Sicherheitsnetz und das bist du auch dir und deiner Familie und allen Angehörigen und wem auch immer schuldig. Tatsächlich war das eine ganz, ganz schwere Einsicht der Betreiber, der Unternehmensinhaber, und sie haben meist, also wirklich zumeist, erst dann reagiert, als wirklich alles zu spät war. Ja. Das ist schade. Insofern ist Sicherheit höchste Priorität, bevor ich was draufsetze, bevor ich über Reichtum, bevor ich über Freiheit nachdenke, persönlich wie geschäftlich, muss ich erstmal für Sicherheit sorgen. Das ist echt ein super Beispiel. Geht ja schwergewichtig vor allem jetzt auch ein bisschen in das Thema Rückstellung, Sicherheit, finanzielle Sicherheit zu haben, dass ein Unternehmen überhaupt die Luft hat zu atmen und dann flexibel ist zu handeln. Ich gehe da auch sehr stark natürlich in meinem ganzheitlichen Sicherheits-Notfall-Krisenmanagement auch auf die physische Sicherheit ein. Mhm. Jetzt nutze ich da immer die Metapher, wenn du ein Ziel erreichen möchtest, machst du das auf Schritt für Schritt auf deinen eigenen Beinen. Das eine Bein übernimmt die Führung, sorgt für die Führung, für die Zielerreichung, und das andere Bein für Stabilität, für Gleichgewicht, für Sicherheit. Ne? Und wenn ich jetzt das so höre, was du gesagt hast, alte Handwerksbetriebe und so weiter, die da vielleicht einen gewissen Wechsel und Veränderung wahrgenommen haben und dann das Risiko eingegangen sind oder eben Sicherheit bilden mussten, sehen wir ja heute auch sehr viel in jungen Jahren, also die junge Generation, die dann so das Thema hat, entweder alles oder nichts, all in, mach dich selbstständig, geh los, mach dein eigenes Business und so weiter und so fort. Und haben ja da auch noch nicht die Erfahrung, die vielleicht du jetzt heute mit gestandenen Jahren ja schon hast. Ne? Also die junge Generation, die jetzt in die Führungsebene reinkommt oder vielleicht ins Unternehmertum reinkommt, sei jetzt das als Solopreneur oder Entrepreneur später dann, die hat ja das Verantwortungsgefühl und das Thema Sicherheit komplett nicht auf dem Bildschirm. Oder ist das eine Behauptung von meiner Seite? Auch nicht immer. Ja, und das, was du heute sagst, klingt so logisch und so schlüssig. Natürlich musst du für die physische Sicherheit sorgen. Das ist ja wohl das Selbstverständlichste von der Welt. Und wenn ich heute einen Betrieb aufnehme, muss ich mich versichern. Das ist auch für jeden ganz normal. Und genauso muss ich eben für die physische Sicherheit auch suchen oder eben auch dafür sorgen, dass mein Software-System, Hardware-System und so weiter funktionieren kann. Mhm. Also all diese Punkte, die du ansprichst, die sind eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Nur ist es ein bisschen schwierig im Prozess. Also als junger Mensch macht man ja Dinge und greift ja Dinge an, die man als älterer, erfahrener gar nicht mehr angreifen würde. Das ist ja wiederum die Spezies der jungen Wilden. Du und ich würden das wahrscheinlich nicht mehr angreifen. In manchen riskanten Bereichen. Ja. Und insofern, irgendwo trifft sich natürlich in der Mitte die Wahrheit. Du musst für eine Balance sorgen, wie so oft. Und es ist schwierig, das eine wie das andere so zu betrachten.
Natürlich wäre es gut, wenn die jungen Leute für die Sicherheit komplett sorgen würden, aber sie tun es nicht und haben gute Berater an der Seite wie dich. Dankeschön, Dankeschön. Wenn wir jetzt das Thema Risiko nochmal ein bisschen anschauen, in dem Thema, du hast jetzt jung und alt erwähnt, Lebenserfahrung haben wir jetzt schon ein paar Mal reingenommen, du bist Unternehmer und Unternehmer haben ja immer ein Risiko gegenüber dem Angestellten, also wenn du selber Personen, Mitarbeiter anstellst, hast du da eine Verantwortung und du hast ja auch im Privaten natürlich mit der Familie und so weiter. Hast du da in der Vergangenheit als Bernd Kiesewetter vielleicht auch mal das eine oder andere Risiko ausgelassen, weil du das Gefühl hast, nee, das ist mir jetzt doch too much, da will ich nicht hin? Wo du vielleicht heute sagen würdest... Pause. Erkennst du mein Nein? Also selbst in den letzten 2-3 Jahren, wo ich höchsten Wert auf Sicherheit gelegt habe, kann ich nicht wirklich sagen, dass ich was ausgelassen habe. Das ist so ein bisschen strukturelles Problem in Anführungsstrichen meiner Person. Aber ich gucke eben heute, dass ich es möglichst nicht mehr in Gefahr bringe. Dass ich wirklich was ausgelassen hätte, weil ich sage, das ist mir jetzt so riskant, kann ich nicht sagen. Okay. Also das heißt, ein Unternehmer, wie du jetzt ja in Spitzenzeiten 7 Unternehmen gleichzeitig mit über 150 Mitarbeitern hatte und heute ein bisschen bescheidener lebt, was die Unternehmensgröße angeht, der hat da ein Fundament geschaffen, was er sagt, für meine Handlungs- und Entscheidungsfreiheit brauche ich Sicherheit, muss aber immer noch eine gewisse Risikobereitschaft haben, sonst bin ich als Unternehmer, komme ich nicht voran. Wäre das eine Aussage, die zutrifft? Nein, ich glaube nicht, dass das zwingend so sein muss. Das ist eher eine Persönlichkeitsstruktur bei mir, weil mir sonst zu langweilig wird. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob du wirklich dieses Risiko, natürlich musst du ein bisschen was unternehmen wollen, aber das bringt ja schon der Unternehmer mit sich. Mhm. Und ob das aber immer mit großem Risiko verbunden sein muss, weiß ich nicht. Also ich kenne Menschen, die haben Unternehmen gegründet und geführt und führen sie heute noch mit viel Erfolg, die weit weniger Risikobereitschaft haben als ich. Ich kann mich an Runden erinnern, wo Leute zu mir gesagt haben, was hast du in einer Baufirma jetzt gemacht? Du hast damit Baujahr nichts zu tun, du hast noch nie was gelernt in dem Bereich. Sag ich, nee, aber mir waren die Handwerker zu teuer, das mit den ganzen Wohnungen geht mir auf den Keks, die Abläufe funktionieren nicht, ich mache das jetzt mal selber. Und hast Verantwortung übernommen. Das muss ja nicht zwangsläufig jeder so idiotisch machen wie ich. Ich habe dann festgestellt, okay, ich kann es jetzt auch nicht viel besser, beziehungsweise die Abläufe sind natürlich auch nicht so ganz charmant. Da kam auch nicht so viel Geld bei rüber. Insofern war das mehr Energieaufwand als Ertrag. Aber du hast dann daraus gelernt und kannst das, wie du heute ja ganz toll erwähnt hast, dem einen oder anderen dann vielleicht auf den Weg geben, damit er dann vielleicht dieselben Dinge nicht gleich angeht, sondern vielleicht einen kürzeren oder einen besseren Weg einschlagen kann. Ne? Ja. Und lass uns doch da mal jetzt die letzten paar Minuten, das sind eine gute Dreiviertelstunde jetzt knapp, mal ein bisschen zusammenfassen. Und zwar Bernd Kiesewetter irgendwo mal gestartet als junger, dynamischer, junger Mensch, ein Beamtenstatus, ne? Nein, ich war immer Angestellter im öffentlichen Dienst. Okay, Angestellter im öffentlichen Dienst. Und hat dann das Finanzwesen für sich entdeckt, ging da in einen Strukturvertrieb rein, Unternehmensberatung, wie gesagt, 7 Mitarbeiter zur Spitzenzeit. Anton, an dieser Stelle muss ich nochmal was gerade rücken. Du hast das vorhin so gemischt, dass ich nur im Strukturvertrieb war. Ich habe nicht nur im Strukturvertrieb gearbeitet, das ist in deiner Quelle entsprungen, sondern ich habe auch für große Finanzkonzerne, Versicherungsgruppen etc. gearbeitet. Okay, das ist ja interessant zu wissen. Also das heißt, du hast da noch ein gewisses Portfolio an Wissen und Können mitgenommen. Hast das für die 7 Unternehmen, die 150 Mitarbeiter dann auch wirklich zur Spitzenzeit, was das aber auch an Tribut gekostet hat, dann umgesetzt und bist dann wieder ein bisschen zurückgegangen und konzentrierst dich heute auf die 2 Geschäftsbereiche, der Immobilienbereich und deine Mission Verantwortung. Die sind groß genug. Die sind groß genug, ja, ich denke mal. Ne? Wenn man
wenn man Verantwortung übernehmen möchte und übernehmen will, dann gibt es da schon das eine oder andere, was dann wirklich auch ein gewisses Gewicht hat. Und du hast da ja in deiner Mission Verantwortung, und wir werden ja dann unten das Ganze noch in den Shownotes reinpassen. Du hast ja da das Buch Mission Verantwortung geschrieben, und da gibt es ja auch die drei Faktoren, unter anderem die drei Faktoren, die für den Erfolg eine Grundlage für ein Handelsmuster vorhanden sein müssen oder einen Einfluss haben. Das ist unsere Gedankenwelt, das sind unsere Emotionen und das ist unsere physische Verfassung, also unsere Physiologie. Und das gibt ja dann so einen gewissen Antrieb, da braucht man einen gewissen Ansporn, damit man wirklich vorankommt. Und du bist ja heute groß auch als Redner, Trainer, Coach unterwegs, wie gesagt, auch als Autor, und hast da ein gewisses Energielevel, das noch nicht aufgebraucht ist. Da kann ich nichts für, ich pflege. Genau. Und dieses Energielevel, das noch nicht aufgebraucht ist, das will ja noch verbraucht oder aufgebraucht genutzt werden die nächsten Jahre. Nein. Da falle ich dir schon wieder ins Wort. Das wird ja nicht aufgebraucht, sondern es wird ja durch die Aktivitäten, wenn es im richtigen Level stattfindet, auch noch zusätzlich vermehrt. Das ist ja das Problem. Genau. Umgewandelt und vermehrt. Ne? Genau. Und wo geht das in den umgewandelt und vermehrt in den nächsten 3 bis 5 Jahren weiter mit dem Bernd Kiesewetter? Wo geht's da hin? Was ist denn dein Big Picture? Kannst du uns da noch ein bisschen was erzählen? Lassen wir uns mal überraschen, hätte ich beinahe gesagt. Aber das ist jetzt einfach nur die Lebensweisheit. Tatsächlich ist es so, dass ich die Immobilienagentur noch ein bisschen vergrößern darf und das aber in einem relativ bescheidenen Rahmen von zwischen 10 und 20 Mitarbeitern in diesem Bereich halten werde. Es wird allerdings für das Vermietungskonzept ein Franchise- oder Lizenzkonzept dazu geben, da der Bedarf bundesweit besteht und ich den anders nicht schnell abdecken kann. Und mit der Mission Verantwortung hast du eigentlich schon alle Bereiche besprochen. Das heißt, wir haben natürlich eine Botschaft zu verbreiten. Mein Ansinnen dabei ist es ja, dass wir dieses Wort Verantwortung und alles, was damit zusammenhängt, in ein positiveres Licht rücken können. Das heißt, dass wir als Menschen wieder erkennen dürfen, dass Pflichten nichts Schlechtes sind und dass Verantwortung eine tolle Grundlage ist, um überhaupt diese ganzen positiven Faktoren wie Glück, Erfolg, Zufriedenheit, Freiheit erreichen zu können. Und das Sicherheit. Entschuldigung, wie konnte ich es übergehen? Und der Schlüssel dazu liegt nun mal in der Verantwortung. Deshalb ist mir dieser Begriff so wichtig, weil ich für mich im Leben festgestellt habe, egal ob es im privaten, persönlichen, gesundheitlichen, beruflichen Bereich war, der Schlüssel ist immer, deine eigene Verantwortung zu erkennen, sie zu übernehmen und sie dann auch zu tragen und ihr gerecht zu werden. Und wenn dir das gelingt und uns das als Menschen gelingt, das innerhalb der Gesellschaft zu verbessern, wenn das innerhalb der Gesellschaft verbessert wird, noch ein Stückchen weiterzugehen, sowohl auf unseren Planeten bezogen als auch auf andere Menschen, dann kommen wir, glaube ich, ein Stückchen weiter in die richtige Richtung. Und nicht mehr und nicht weniger ist das Ziel meines Beitrags. Wow. Da hoffen wir doch noch, das eine oder andere von dir zu hören, und hoffen und denken auch, ich bin überzeugt, dass wenn jemand dein Buch liest oder deine Artikel und Beiträge zu anderen Büchern liest, und vielleicht kommt dir das nächste bald schon wieder auf den Markt, dass du dann wieder selbst rausbringst, dass da wirklich das Thema Verantwortung auch in der Geschäftswelt, bei den ganzen Unternehmen, bei diesen Führungskräften, jetzt in Bezug auch zu diesem Podcast, was die Führung angeht, was das Thema Sicherheit, Unternehmenssicherheit angeht, die Verantwortung übernehmen können und wollen oder sich dann halt auch mit den notwendigen Konsequenzen davon distanzieren und sagen, okay, vielleicht bin ich nicht der Richtige oder die Richtige für diesen Job und überlasse das besser jemand anderem und übernehme da Verantwortung, wo ich am richtigen Platz bin. Das hast du schön gesagt. Du hast das vorhin schon mal so schön gesagt, dass man Fokus halten muss und sich auf die Dinge konzentrieren, die man will und die man kann. Und dazu gehört es eben auch, Nein zu anderen Dingen zu sagen. Das haben wir häufig mit jungen Menschen. Und insofern darf ich deine Zusammenfassung aufgreifen und noch ergänzen. Sich für eine Sache zu entscheiden, heißt eben auch, sich gegen zig andere zu entscheiden. Genau. Toll ergänzt.
wahre Worte eines weisen Menschen im Podcast, der sich mit den Themen Leadership, Management und Sicherheit auch mal kritisch auseinandersetzt. Ne? Jetzt kommen wir da so langsam zum Schluss, lieber Bernd. Und es gibt da zwei Elemente, die ich da noch meistens meinen Gästen mit auf den Weg geben kann oder fragen darf. Und die eine Frage ist ein bisschen persönlich, aber ich weiß ja, du bist da geradeaus. Wenn du jetzt gehen müsstest von dieser Welt, ne? Wohin? Ja, genau, von dieser Welt, wenn es jetzt dein letztes Stündchen geschlagen hätte, was hinterlässt du denn mit den Mitmenschen hier auf dem Planet? Wie würden sie dich beschreiben? Was zeichnet Bernd Kiesewetter nochmals kurz auf den Punkt gebracht aus? Was hat er hinterlassen, wenn es heute soweit wäre? Wow, also das musst du dann im Zweifel die Leute fragen, die ganz geradeaus darüber sprechen. Also bitte nicht am Tag der Beerdigung, sondern frag mal 4 Wochen später. ich würde mir wünschen, dass sie sagen können, dass er bestrebt war zu wachsen, dass er bestrebt war dazu zu lernen, seinen Beitrag zu leisten, die Welt ein Stückchen besser zu machen und sein eigenes Leben genossen hat und damit vorbildlich war. Super. Schöne Worte. Und jetzt das Letzte, das Bucke, das Schönste am Schluss. Und das wollen wir auch nicht weiter kommentieren, sondern das lassen wir dann so stehen und dann beenden wir diesen Podcast auch. Ich möchte dir jetzt auf diesem Weg gleich schon mal danken für deine Zeit, die du uns zur Verfügung gestellt hast als, sage ich jetzt mal, norddeutscher Berliner im ganzen deutschsprachigen Bereich unterwegs bist, mit deiner Mission, Verantwortung und mit vielen anderen Ideen, komme ich zu einer Frage, zu einem Satz und den darfst du gerne kurz und bündig abschließen. Und zwar heißt oder beginnt dieser Satz, das Leben ist zu kurz, um es nicht zu genießen. So soll es sein. Besten Dank, Bernd. Ich danke dir für die Einladung, für die Zeit, für den Raum und fürs Zuhören an alle Hörer. Genau, so soll es sein. Du sollst noch viel von deiner Energie, die noch multiplizieren können, deine ganzen Ideen noch auf den Punkt bringen und den Menschen mit auf den Weg geben können. Wir werden alles da unten noch in die Shownotes reinpassen und dann wird dieser Podcast hoffentlich vielen Zuhörern auch zusagen. Wenn es euch gefallen hat, das Interview mit dem Bernd Kiesewetter und mir, dann hinterlasst doch ein positives Feedback, ein Like, teilt es auf den sozialen Medien, damit auch andere davon profitieren können. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Ich danke dir, Bernd. Beste Grüße nach Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr so viel Schnee habt wie mir oder ob ihr so viel stürmische Zeiten habt, aber in diesem Sinne alles Gute und eine sichere Zeit und ein erfolgreiches 2019. Ich danke dir, das wünsche ich dir mindestens genauso. Besten Dank. Tschüss. Tschüss.